Hi, so, es ist Samstag mittlerweile schon, ja. Hat folgenden Grund. Letzte Woche war ich zum Training mit der Feuerwehr, also Geräteträger. Da haben wir Ausbildung gemacht, deswegen konnte ich die Woche nicht filmen, war auch nicht viel passiert. Deswegen kam das Ersatzvideo, quasi der Ausritt mit dem Ross durch den Wald, wie ich es eine so schön genannt hatte. Ja, gut, das war jetzt halt mal so ein Ersatzvideo. Dann haben wir Montag, war ja Feiertag, da haben wir Rüben rausgemacht. Es war zwar gestern Weltrunkeltag, aber wir haben es am Montag gemacht, weil es ja das Wochenende geregnet hatte und ich nicht da war. Haben wir es dann am Montag gemacht. Genau, die sind jetzt alle zu Hause. Es waren jetzt quasi nochmal, also Pickup mit Anhänger, waren es nochmal jeweils 12 Fuhren. Eine Fuhre für meinen Vater, einer für mich. Jo. Ging ganz gut raus, war auch schön abgetrocknet wieder, konnte man schön befahren, alles war top. Ist jetzt alles zu Hause. Dann, also wie viel es geworden ist, keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht aus. Es waren auf jeden Fall etliche Schubkörner. Ich glaube für einen Hänger, das waren so 4, 6 Stück Schubkörner und der Pickup, das waren glaube ich so auch um die 8, 7, 8 Schubkörner. Genau, also und nicht vollgepackt diesmal. Okay, Dienstag und Mittwoch habe ich mit meinem PC gekämpft, weil ich ja eigentlich mein Konstruktionsvideo aufnehmen wollte, aber es ging hinten und vorne nicht. Entweder kam irgendein Update rein oder es sollte irgendein Treiber installieren und die haben sich nicht gemocht gegenseitig und ach, furchtbar. Ja, gestern zum Nee, Donnerstag habe ich ja das Video aufgenommen, das habt ihr dann gesehen. Da kommt auch sehr viel positive Resonanz drüber. Freut mich, weil normalerweise die ersten Videos von meinen von meinen Holzspalte, die kamen nicht so gut an. Hat kaum einer geguckt. Aber das kommt eigentlich ganz gut an. Freut mich. Wie gesagt, Bild. Ja gut, Bild bleibt so. Also das kleine Kästchen da oben mit meinem Kopf, das bleibt so. Der Mikrofon, das will ich nochmal ändern. Ich will jetzt das von der Kamera nehmen. Dann muss ich aber nochmal sehen, dass ich das irgendwie installiert kriege auf meinem Rechner. Weil das erkennt er irgendwie nicht an. Muss nochmal ein bisschen basteln. Also es kann nochmal ein, zwei Folgen dauern, bis das ordentlicher läuft. Gut, dann haben wir ja auch eine blöde Akustik in dem Raum. Deswegen hört sich das immer ein bisschen blöd an. Was wollte ich noch sagen? Gestern habe ich gar nichts gemacht, weil zum Freitag haben wir unsere Halle aufgebaut in der Firma. Da waren wir 10 Stunden lang beschäftigt und dann war ich um 6 zu Hause und da hatte ich auch keine Lust mehr auf gar nichts. Deswegen kam gestern nichts. Ich habe am Donnerstag hatte ich schon mal ein bisschen vorbereitet was. Also ich will ja in der Folge den Hydraulikanschluss machen oder so viel Hydraulik wie möglich. Also die Verrohrung vom Frontlader will ich machen. Ich habe schon mal die Schläuche dran gebaut. Und jetzt bin ich halt die ganze Zeit am Überlegen, wie ich die Verrohrung mache. 12 Rohre habe ich. Was brauche ich für Anschlüsse? Also ich brauche ja quasi, oder wie viele Anschlüsse brauche ich? Ich habe jetzt den drei Ventile. Zwei sind auf den Joystick, zwei sind auf den Extrahebel. Der Extrahebel ist quasi für meinen Niederhalter oder für meine Holzzange oder irgendwas später mal. Deswegen kommt hier oben drauf, weiß noch nicht wo genau, kommen hier zwei Anschlüsse dran. Also zwei, ich habe sie schon mal irgendwo hingelegt. Hier sind sie, die zwei. Die kommen hier rein. Also hier so dran. Weiß noch nicht wo, wie, was, keine Ahnung. Die auf jeden Fall hier dran, dass ich dann meinen Niederhalter oder andere Gerätschaften dann versorgen kann damit. Da habe ich ja schon mal von den Frontlader, damals hatte ich mir schon mal was gebaut. Das suche ich jetzt auch mal schnell. So, die Halterung habe ich mir mal gebaut, zwei Stück davon. Die sind, also drüben habe ich sie schon abgebaut. Die waren immer hier dran. Also drüben auf der gleichen Stelle. Und das sind quasi die Anschlüsse von den Hydraulikzylindern. Also von den Frontlader.
Und die brauche ich ja jetzt nicht mehr, weil die Leitungen, die ich jetzt hier habe, sollen direkt dran, also ohne Schnellkupplung, weil die Zylinder bleiben ja während des Abbauens am Frontlader. Habe ich am Anfang auch nicht gemacht. Am Anfang hatte ich immer die Zylinder mit abgebaut, aber ich glaube, es ist besser, wenn man sie dran lässt und den Frontlader so abbaut, weil ist eigentlich relativ logisch. Ja. Unten ist es fest verschraubt, oben ist ja quasi nur dieser Sperrbolzen hier, den wir auch nochmal auf der anderen Seite nochmal schön machen müssen. Genau. Ich bin mir jetzt bloß nicht ganz sicher, ob das so richtig ist, wie ich es hier gemacht habe. Weil ich habe ja die Anschlüsse nach unten. Ich bin mir nicht sicher, ob die andersrum gehören. Weil so wie ich es jetzt die ganzen Jahre hatte, war es halt ein bisschen blöd mit den Rohren hier. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich es mache. Aber ich gucke da nochmal. Auf jeden Fall kommt hier nochmal ein längeres Stück Schlauch dran. Die Verrohrung hier, das Stück, das bleibt wahrscheinlich so. Da muss ich nur mal gucken, dass ich das hier nochmal ein bisschen gebogen kriege, dass das ein bisschen runterkommt. Weil das immer mit der Klappe hier hadern tut. Mal schauen. Wie gesagt, das müssen wir mal gucken. Gut, soll verrohrt werden, keine Schläuche. Rohre habe ich ja genug da, da hatte ich ja mehr als genug gekauft. Wie gesagt, jetzt kommen die zwei Schläuche noch dran. Also hätte ich hier vorne schon mal vier Stück, die ich hier dran bauen müsste. Aber es sieht ein bisschen doof aus, wenn du die hier so dran pappst. So und so. Deswegen hatte ich überlegt, ich baue mir eine Halterung, eine doppelte. Da bin ich hier gerade am Schneiden. Würde die jetzt hier so drauf pappen. So drauf. Und das Stückchen würde ich halt viermal hier drauf bauen. Und würde die Rohre vier Stück parallel jetzt hier oben drauf machen. Oben drauf ist immer ein bisschen blöd, weil ja bleibst du ja mal irgendwo hängen. Ja, gut. Hier in die innen drin kannst du es kaum machen, weil ja die Aufnahme vom Frontlader ist oder vom Zylinder. Sonst wäre das schön. Außen dran wollte ich es aber auch nicht unbedingt, weil da bleibst du ja auch immer mal irgendwo hängen. Unten drunter ist auch blöd wegen den Stützen. Ja, bleibt nicht viel übrig, gell? Und die meisten haben es ja oben drauf. Deswegen machen wir auch oben drauf. Hier oben kommen, werde ich die mir so abwinkeln, dass die Stücken dann so rüber gehen. Das Teil, der Schieber, die Schrauben kommen wieder ab. Da wo die Schrauben waren, kommt Gewindelöcher rein und dann wird das erstmal richtig verschraubt. Und dann kommt das ja richtig hier dran, endlich mal. Genau, also ich mache jetzt erstmal den Halter hier soweit zurecht. Der soll ja hier dran. Ich weiß nicht, ob man den so macht oder so. Ja, mal schauen. Auf jeden Fall, den werde ich jetzt noch ein bisschen blank machen. Hier dran. Ah, ich werde ihn hier drum bauen. Ich habe jetzt etliche Gedanken gemacht. Habe mir jetzt auch ein paar Sachen ausprobiert. Wir müssen es nicht dann machen. Ich habe den Boden gekehrt. Ja, mal ein bisschen Ordnung gemacht. Also, was habe ich gemacht? Ich habe die Teile fertig, wo jetzt quasi zwei so Dinger drauf kommen. Links, rechts. Die machen wir gleich fertig. Die muss ich nochmal alles zusammensuchen. Vier Stück brauche ich. Ich habe den Winkel fertig. Den habe ich jetzt schon mal fertig, also alles blank gemacht. Habe die zwei Dosen dran gebaut. Habe schon die Kappen dran, weil es kann länger dauern, bis die in Benutzung kommen. Dann habe ich überlegt, dass jetzt die also am Anfang hatte ich überlegt, die Schläuche hier hinzubauen. Ist aber ein bisschen blöd, weil wegen Kuppeln. Da geht der Große aber noch. Der Kleine ist da schlimmer.
Der hängt ja jetzt direkt vor die Kupplung. Und deswegen will ich das jetzt alles hier drüben hin machen. So. Und so. Natürlich noch ein bisschen geordnet. Noch ein bisschen ordentlicher, klar. Da will ich nämlich, habe ich überlegt, mache ich mir ein Blech, wo ich die Verschraubungen, die jetzt schon drin sind, mit reinschweiß. Also quasi wirklich nur so ein 3 mm Blech, wo die jetzt nebeneinander kommen, dass ich hier problemlos hinkomme. So, und dann sieht der Schlauch so aus. Den müssen wir natürlich noch ein bisschen führen, weil hier knickt es dann immer ein bisschen weg. Das müssen wir dann noch machen. Der hier oben, das geht. Aber der muss noch ein bisschen rum. Der muss so hin. So. Weil der zieht sich ja dann hoch. Warte mal, müssen wir mal gucken. Der zieht sich ja dann hier weg. Da muss ich gleich nochmal gucken. Aber wie gesagt, das Blech fange ich jetzt an. Das schneide ich hier aus dem 3 mm Blech daraus. Gut, und dann würde ich erstmal das heften, würde die Teile schnell bauen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe ein bisschen geschweißt. Ich habe schon mal die ganzen Halter fertig, 4 Stück. Habe quasi immer 2 Stück auf das Flacheisen gemacht. Und dann kommen hier die Teile so drauf. So, quasi doppelte Schellen gebaut. Die gibt es auch fertig, das weiß ich. Aber bevor ich jetzt welche kaufe, nehme ich das, was da ist. Gut, dann habe ich schon mal den ersten fertig gemacht, ersten draufgeschweißt. Jetzt muss ich nur mal gucken, zwecks Unfallgefahr, ob das hier noch zulässig ist oder nicht, falls man hier mal gerne lang geht. Zur Not muss hier halt noch irgendwas dran. Okay, ich warte jetzt noch mal, bis es abgekühlt ist. Könnte man gleich machen. So, die habe ich dran geschweißt, aber nur links, rechts ein bisschen. So, dann hatte ich hier, habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Ich hätte es ein bisschen höher machen sollen, dass es gleich aussieht. Aber egal. Ja, einfach nur ein Dreierblech. Die Dinger nur festgepunktet. Denn hier kommt jetzt der Schlauch von der oberen, unteren dran. Ausgang. Kommt der dran. Zack. Ah, es wird noch ordentlich festgezogen. So, und der noch dran. Zack. So. Okay. Wie gesagt, hier müssen wir noch mal gucken, wegen der Schlauchführung. Dem vor allem. Ich weiß nicht, ob wir es so machen. So ein bisschen Schlaufen legen. So. Ja, jetzt reibt natürlich die Schläuche rein, jetzt immer nebeneinander. Da müssen wir dann mal schauen, wie wir es besser legen können. Aber so gefällt mir das eigentlich schon ganz gut. Kannst du natürlich so machen.
Wenn wir es so machen. Ich weiß nicht, ob wir dann hier festmachen. Ich könnte jetzt mal, ich mache mal jetzt zwei Kabelbänder dran. Oder nee, zwei Stücken Draht. Weil den Draht kriege ich wieder ab. Den Kabelbinder erstmal nicht so schnell. So. So, die machen wir durch. Na da. Schöner Winter. So. Jetzt gucken wir mal, wie sich der Schlauch verhält beim Kippen. Das machen wir so. Gott, ich warte erstmal, bis mein Fahrrad fertig ist. Ah, ging schnell. So, also sieht ganz gut aus. Das können wir so lassen. Würde ich jetzt mir nochmal Schlauchschutz besorgen, weil ich glaube, ich habe keinen mehr. Würde das hier mit Schlauchschutz machen, also mit diesem Spiralschlauch. Da muss ich eh noch welchen bestellen. Da kommt hier drum und dann ist das hier fest. Und dann kann das so lassen. So bleiben. Jo, cool. Ja. Zurück. Okay. Wenn ich euch einmal da habe, kommt mir gleich der Kommentar. Also es waren ja mehrere Kommentare, die das gesagt haben. Und wo ich das gelesen habe, habe ich, ach Mensch, das wollte ich da eigentlich auch noch erzählen. Also folgendermaßen. Viele haben gesagt, man muss aufpassen, dass der Punkt und der Punkt sich nicht überschneidet. Wie zeige ich euch jetzt am besten? Ich suche mal schnell was und dann zeige ich euch das mal. Und zwar, ich habe jetzt mal einen Besenstiel und versuche jetzt gerade mal. Ja, das sieht gut aus. Also das ist jetzt die Wirkungslinie meines Zylinders. So, genau. Ja. Diese Wirkungslinie darf sich mit der Hebellinie, sage ich jetzt mal, nicht überschneiden. Sprich, der Punkt darf nicht in dieser Linie landen. Hat nämlich den Nachteil, dass dann ein sogenannter Wendepunkt, sage ich mal, also quasi gibt es dann einen Punkt, wo das sich dann umklappt. Also wenn dann der überschritten wird, klappt er zurück und geht dann in die andere Richtung. Und das muss man hier halt ein bisschen vermeiden. Und das passiert hier aber nicht. Weil ja quasi, der ist jetzt quasi in der Endlage komplett ausgefahren. Ausgefahrenen Endlage und da seht ihr ja schon, dass die Punkte sich hier nicht überkreuzen. Also die überkreuzen sich schon, aber halt nicht. Halt mal. Doch, ne, überkreuzen sich nicht. Genau. Also schlimmer wäre es, wenn der Punkt jetzt wirklich hier unten wäre, dann gäbe es wirklich Späne. Da muss man drauf achten. Aber die sind halbwegs parallel. Genau. Wenn der ausgekippt hat, dann sieht es wieder anders da aus. Dann steht aber der steiler. Und da gibt es eigentlich auch keine Probleme. Kann man gleich nochmal zeigen. Zack. Und da seht ihr auch wieder fast parallel. Also wenn der da ganz rumgeklappt ist, dann auch nicht. Und das muss man halt vermeiden, dass dieser Punkt diese Linie überschreitet. Der Punkt diese Linie überschreitet. Passiert aber wahrscheinlich. So, mit dem Rest vom Akku wollte ich euch nochmal zeigen, wie weit ich heute gekommen bin. Nicht weit gekommen, aber naja. Hier ist ein bisschen was gemacht. Also, Halterungen sind fertig. Aber so sieht das eigentlich ganz gefällig aus. Für mich jedenfalls. Hier kannst du dann schön reinstecken. Das geht ganz gut, kommst du schön hin. Schlauchlänge passt auch, kannst du noch schön machen. Ja, den ersten Halter habe ich fertig. Die Seite kommt dann hier drauf und die Seite kommt dann da drauf. Da müssen wir dann
Also so Z-förmig immer hier drauf gehen. Z-förmig oder mal schauen, wie. Das machen wir nächste Woche. Dann kommen hier oben die drei Halter noch dran. Dann muss ich jetzt erstmal bestellen noch zwei. Halt, jetzt muss ich überlegen. Zwei Muffen und zwei Stecker muss ich noch bestellen. So, die zwei Zylinder von dem Frontlader, die bleiben ja starr dran. Deswegen gehe ich da starr drauf. Also der bleibt ja dann quasi immer am Traktor dran. Deswegen brauche ich da schon mal eine Kupplung weniger. Zwei Kupplungen habe ich noch. Das ist dann, könnte ich erstmal für die nehmen. Und die lasse ich dann erstmal offen. Die kann ich ja erst dann dran bauen, wenn sie ja eh braucht. Die Verrohrung mache ich schon mal, aber die zwei Stecker, das können wir dann später mal machen. Ich muss ja eh noch für meinen Holzspalter, muss ich auch noch ein paar bestellen und dann mache ich das gleich mit. Genau. Gut, ja, dann nächste Woche Verrohrung und dann können wir vielleicht schon den Joystick anbauen. Da müssen wir noch ein bisschen was dran ändern, weil ich damals die falschen Bautenzüge bestellt habe. Jo, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen und wir sehen uns, wenn ihr mögt, Mittwoch zum Konstruktionsvideo oder Sonntag wieder zum Frontladerbau. Bis dahin, macht's gut. Ciao.